Hey Leute, willkommen zurück bei The Binding of Isaac und wir sind auf dem Weg zu It's Still Alive, die härtere Version von Mom's Heart. Dazu müssen wir erstmal Mom besiegen, aber wir haben die Candle, das ist super, wir haben die Karte, ist auch super, um das alles zu sehen. Und wir haben ein bisschen HP schon bekommen und haben Burn Penny. Alles nicht, worüber man sich beschweren sollte. So. Ja, die Viecher, ich kenne sie. Und Mark of the Vampire. Wobei, das ist bisher noch nicht groß, was... Oh. Ich wollte gerade ein Lob aussprechen, aber dann kam das. Komm, die eine Bombe nehmen wir dafür. Den einen Schlüssel. Trollbombe. Ach, verflucht. Okay, Shop. Ja, ja, ihr kommt gar nicht zielgerade zu mir. Shop will ich nicht. Ich will lieber in den Item Room. Wow, ich hätte gar nicht dahin rennen müssen zu dem. Kaum fangen die Tiefen an, spiele ich schon wieder rum. Mark. Marky Mark hat mal zugeschlagen. Und den Flatpenny. Gibt mir Schlüssel. So viele Schlüssel brauche ich. Magneto. Naja, wenn man nicht fliegen kann, dann wenigstens das. Nehmen wir den Flatpenny. Hier haben jetzt schon einige Bomben insofern. Schlüssel ist da vielleicht besser, dann können wir auch mal in den Shop gehen. So. Hier werden wir dadurch kaputt gehen. Weil ihr euch ein bisschen aufgehangen habt an der Stelle. Aufgehangen. So. Einfach mal abhauen und einen ganz anderen Weg eingehen. War jetzt nicht so gedacht. Und nochmal ein halbes Herz. Sehr schön. Dann muss ich erstmal kaputt machen. Ja, ja. Der hat sich schon mal wieder rausgebackt hier, der Kerl. Wie fies. Und das ist hier. Unsinn. Ich habe auch mal das Gefühl, dass... Nee, stimmt nicht. Ich habe immer das Gefühl gehabt, obwohl, das Auge fängt doch immer gleich an. Und zwar von dort aus, wo du reinkommst. Okay, das finde ich zum Beispiel überhaupt nicht gut mit Magneto. Wenn mir da jede Bombe folgt. Ich kenne es ja schon von ein paar, aber jede? Muss jetzt auch nicht sein. Ich gucke mal hier runter. Okay, ihr Spinner schon wieder. So, das meine ich zum Beispiel. Ja, ja. Balls of Steel. Und? Nö. Nö. Kein Bock. Okay, dann mache ich dich mal wieder oben fertig. So wie du schon wieder rumgespuckt hast, ohne dass du solltest. So, dann mache ich euch hier unten fertig. Ja, ja. Super. Da unten gehe ich nicht hin. Ich gehe einfach mal gleich zum Bossraum. Monstro 2. Der schnellere Monstro. Und der kleinere Monstro vor allen Dingen. Aber weniger Leben hat er auch. Verflucht. Nicht getroffen. So. Und er kann anscheinend Gift-Dinger spucken. Verflucht. So. Wenigstens glaube ich ein bisschen getroffen. Dadurch auch getroffen.
Nochmal getroffen. Ja, komm schon. Balls of Steel ist schon wieder weg. Und die Hose macht mich schneller, wa? Ne, Range up. Obwohl ich schon das Gefühl habe, dass ich wieder ein bisschen schneller geworden bin. Na gut. Es geht runter. Zu den tiefen 2. Na, das ist ja bloß Mutter, was uns, wer uns erwartet. Okay. So. Ja, ja. Okay, da gehen wir noch nicht rein. Schlüssel! Brauchen wir nicht so viele. Geh erstmal zum Richtung Boss. Boss. Richtung Secret Room. So. Und. Zum Glück verfolgen mich nicht die Dinge, die ich schon losgesendet habe. Ich will den Schlüssel verflucht nochmal. Also die Bomben, die ich gelegt habe, dass die mich nicht verfolgen, das ist ganz gut. Ja, ja. Oh, wie jetzt? Und das Ding, so finde ich genial. Denke mir, okay, wenn du nicht fliegst, dann kommst du eh nicht ran an so eine Slot-Maschine. Komm hier. Zack. Mal kurz platt machen. Und hier noch ein bisschen erwischen und gutes. Oh, Lust. Du bist aber lustig. Und die Pille. Tears up. Hey! Ich schieße wie ein MG. Eine MG. Gott. Ich wollte eigentlich zum Item Room. Und jetzt kann man Mark wirklich zuschlagen. Ja, 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 ja. Okay. Lass mich in Ruhe. Okay, wir haben eh genug Schlüssel. Justice. Ist super. Krass. Machen wir aber. Wir haben genug. Noch ein Schlüssel. Hey. Pff. Die ganzen Dinger, die immer so versteckt sind. Weil versteckt, so eingehüllt. Babys sind auch total langsam. Ach, Book of Shadow. Brauchen wir auch nicht. Shop könnten wir noch besuchen. Wir haben noch genug Münzen und wir. Und weil wir Lust hier hatten, wird kein. Wie heißt der? Keine nervige Angelegenheit kommen. Ja, ich war wieder so ein bisschen eingesperrt. Das hat mich geärgert. Böse Sauge. Und Friends till the end. Sehr gut. Ja, ja, geht genau, geht gar kaputt. Mann! Echt. So, wir nehmen das. Neben Mom's Pillbag war da extrem viele Balls of Steel. Tears up. Balls of Steel. Health up. Einfach deswegen. Und Tears up haben wir so extrem krass schon viel. Woo. Gut, dann gehen wir zur Mutter. Still alive könnten wir schaffen, rein theoretisch. Das wird nicht einfach. Müssen wir schauen, immer ist bei der Map,
wie gut es ja aussieht, wo man denkt, ja, das könnte auf jeden Fall was sein. Da könnte ich durchkommen. Echt, ich habe Unglück. Ja, eine Pretty Fly. Super. Und? Error. Ich könnte mir nicht Spaß machen und mir Bomben machen. Das ist das hier. Bombenschüsse. Oder... ich hole mir ein bisschen HP. Ich hole mir lieber ein bisschen HP. Bombenschüsse, denke ich mir immer so, machst du sie selber kaputt. Und dann gehen wir die eben da runter. Zum Bomb. Aber eben Mutter eben nicht besiegt. Das war ein Error Room gelandet. Why not? Okay. So, erstmal die Dinger kaputt machen. Verflucht. So, komm her. Ja, gut. Und Greed. Das schon fast tot ist. Steam Sale, was uns nichts bringt, weil wir keinen Shop mehr haben werden. Oh. Wie kann es nur passieren? Okay, ich dachte kurzzeitig, okay, jetzt werde ich gleich angegriffen. Aber es klappte noch. Bibliothek will ich auch nicht. Ja, ja, ich weiß, ich kenne dich. Zwei ist kein Problem. Also wenn zwei Masken mit Herzen und vor allen Dingen, wenn es nicht zu sehr verwinkelt ist. Da hat mich Pretty Fly wohl ein bisschen abgehalten alles. Nicht so gut hier. Okay, da gehen wir nicht weiter. Da ist nichts. Ich denke mal, es wird oben sein. Habe ich so vom Gefühl her. Und oder ganz rechts. So. Nochmal ein Health up. Telepilz. Why not? Ah, come on. Gib mir was ordentliches, wollte ich sagen. Bomben. Achso, ich hab verstanden. Ich muss die kaputt machen. Dann komme ich hier ran. Yeah. Die ist nix. Okay, der bringt mir gar nichts. Dann halt wieder oben lang. Ich hab reflektierende Schüsse. Vor allem ist es so ein. Der ist auch noch so super. Genau. Okay. Und damit hätten wir. Ach, come on. Hätten wir auch besiegen können. Weil er die Space-Fähigkeit ja nicht einsetzen kann. Was haben wir hier? The Emperor. Finde ich gut. Bringt uns gleich zum Bossraum. Müssen wir mal. Ich habe eine Idee. Nächste Ebene werden wir noch so machen. So, oh Gott, das Auge. Okay, gut. Heieiei. Auf jeden. Gegen Tod. Okay. Ja, ja. Slow me. Bitch.
Und dann kommt das wieder ganz oben lang. So. Das ganz unten. Mitte. Gut. Midi, komm mit. So, jetzt hätten wir wieder mit den Spectral Tears. Oder die Schaufel. Ich weiß nicht. Schaufel bringt uns eine Ebene weiter tiefer. Wir gehen einfach hier runter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder im WOMP 2. Und hoffentlich dann noch weiter tiefer. Bis dann. Ciao, ciao.